besser. Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin auf dem Multiplayer dann gleich gespannt. Doch, blockiere mich nicht. Was der so kann. Aber. Die Spuren sind frisch. Sehr optimistisch bin ich ja nicht. Sie sind wohl hier lang. Echt? Da, wo ich vorlaufe, war. Fahrzeuge nähern sich nach rechts. Sachte, sie soll passieren. Und sehr, sehr wieder. Oh gut, das können wir auch gegen ein Schiebefahrzeug machen. Oh, zwei. Ja, toll. Hohe Feindaktivität hier. Ganz langsam und vorsichtig. Sieh dich um, ob du irgendwas finden kannst. Nicht vergessen, langsam und vorsichtig. Riley im Gras verstecken. Das sollte klappen. Ziel erledigt. Okay, wir sind drin. Mal sehen, was hier vor sich geht. Außer Sicht bleiben. Du hast einen der Wachen alarmiert. Ja, zu doof ist nun zu sehen, ne? Kacke. Kann ich dann nochmal neu machen. Also richtig Bock habe ich darauf nicht. Oh Mann, das ist so langweilig. Dreh dich um, du Spast.
die auch immer, immer so im Gras rumlaufen und alles bewachen, ne? Sagen die das dem Hund oder was? Okay, wir rücken vor. Die Leichtathleten sehen die jetzt nie oder was? Guter Treffer. Ich überkämpfen, was so ein Scheiß hier zu machen. Ich sehe, wo der Punkt ist, du Idiot. Guter Junge, Riley. Bewegung. Stalker 6 sind auf dem Weg zu eurer Position. Startet die Party nicht ohne uns. Riley, nicht so schnell! Was ist mit dem Hund los? Riley, bei Fuß! Wow, etwas langsam. Dann rennen sie weg, wenn Maverick kommt, oder was? Maverick. Ihr seht verloren aus. Sind wir nicht. Wir haben unser Ziel gefunden. Captain Maverick? Walker? Ich glaube, du hast was für mich. Die Föderation hat einen Kerl zur Feuerbasis Charlie gebracht. Gut. Ich mache jetzt erstmal wieder einen Cut. Denke mal, den Singleplayer weiß ich nicht. Großartig weiterspielen. Ihr habt einen Einblick gekriegt, gerade was Grafik angeht und so, macht echt ziemlich viele Bugs, was du halt bei Battlefield nicht hast. Story schleicht so ein bisschen dahin mit dem Hund, ist ganz nett, aber im Grunde ist es langweilig, das ist halt für mich nichts mit Shootern zu tun. Ja, also, wir sehen uns dann im Multiplayer. Bis dann, ciao. So, wir sind zurück in Recht, ist mir abgekackt, warum auch immer. Kontakt vorne! Und ich sterbe, super. Ja, hab dich hingeguckt. Also spielen wir mal ein bisschen weiter, mal schauen, was hier abgeht. Ihr seht, die Grafikeinstellungen sind gerade ziemlich gering. Jetzt müssen wir irgendwie Dollar machen.
Ja, dann scheiß drauf, Kolf. Kontakt vorne! Dann hast du halt Pech, dann spiel ich halt bis Battlefield mit super Grafik. War da noch einer? Brauch Deckung. Kontakt 30 Meter. Dass die Grafik so gerade so grottig ist. Mach nochmal ganz kurz Pause, das ist eine Scheißaufnahme, ich weiß, aber geht sofort weiter für euch. Moin Moin und hallo, ist der Gabriel von nerdery.de. Ich hab gesagt, ich gebe Call of Duty nochmal eine zweite Singleplayer-Chance und das mache ich gerade. Danach werde ich meinen Multiplayer testen. Ja, also ich bin gerade jetzt der Meinung, es wird dann noch dazu ein Review geben, vor allem außergewöhnlich viel für Battlefield 4. Aber hier mal für euch so meine Meinung kurz. Ich finde, es ist alles sehr dasselbe. Es ist nichts Neues, in der Welt hat mir gefallen, hatten wir aber schon mal. Okay? Aber im Grunde, ja, ich habe jetzt die Grafikeinstellung ein bisschen runtergeschraubt. Ich sehe keinen großen Unterschied bis dato. Auf jeden Fall ist es so, wenn ich hier Ultra spiele, leckt es, was bei Battlefield 4 gar nicht der Fall ist. Sie haben es vor allem auf Plünderer abgesehen, um in die Stadt zu gelangen. So haben sie Dallas praktisch halt über Nacht eingenommen. Wie können wir helfen? Leider sind sie nicht innovativ. Ja. Hört zu, Jungs. Außer euch habe ich nichts mehr auf dieser Welt. Okay. Dad, hör zu. Und auch nur euch kann ich vertrauen. Was ist los, Dad? Was immer es ist. Logan und ich, wir sind bereit. Ihr zwei geht ins Niemandsland. Moment. Echt jetzt? Wir waren lange genug in der Defensive. Ich schicke euch Jungs hinter die Mauer. Ihr tut euch mit dem Aufklärungsteam zusammen. Sammelt Infos über den Feind und bringt euren Arsch zurück. Wo genau im Niemandsland geht's denn hin? An einen Ort, den ihr besser kennt als sonst jemand. Ihr geht nach Hause. Ja. Soll vielleicht Dramatik auslösen,
Mir löst es eigentlich bis Langeweile aus. Wir nennen es Niemandsland. Ein Streifen der Zerstörung zwischen L.A. und San Diego. Erschaffen, als Odin gegen uns eingesetzt wurde. Die Strände und Surfplätze meiner Kindheit liegen heute vermint und verlassen da. Dad sagte, dass nur wenige in Niemandsland operieren. Zu gefährlich, zu unvorhersehbar. Oder was wenn er uns rausschickte, musste es ihm wichtig sein. Trotzdem glaubte ich, dass es einer seiner Tests war. Eine Lektion, die er uns erteilen wollte. Mhm. Ein toller Vater. Ich teste euch mal, schicke euch in ein Gebiet, wo es wahrscheinlich ist, dass er nicht zurückkommt. Läuft nicht. Okay, sieht gut aus. Scannerbereich. Kontakt. Feindliche Patrouille nähert sich von Westen. Nicht angreifen. Sie sollen näher kommen. Bereit machen. Jetzt. Schalt sie aus! Sicher. Das ist die dritte Gruppe auf 20 Meilen. Augen auf. Es könnte mehr geben. Eingesetzt. Bereit halten. Ruhig, Riley. Willkommen daheim. Oder was davon übrig ist. Na los, weiter. Stalker 6, hier ist Viking. Nähern uns Zielposition. Verstanden? Verstanden. Viking, Achtung! Aktuelle Berichte weisen auf hohe Feindaktivität in diesem Gebiet hin. Wir haben es eilig. Holt euch die Daten und verschwindet sofort wieder. Verstanden. Sicher. Hey, sieh dir das an. Ich hätte nicht gedacht, das Teil nochmal zu sehen. Das heißt wohl, wir sollen weiter. Ich hasse das irgendwie, mit jemandem rumzulaufen. Ich denke, du mich daran erinnerst, da. Na los. Jedes Land nach dem Krieg sieht so aus. Das sieht zwar hier ganz cool aus, trotzdem mit der Kirche und so, aber... Das ist nun mal... Ganz vorsichtig. Ja, wie mache ich das, du Affenarsch? Sonst steht auch immer alles da. Aktion. Unterstützungsausrichtung. Mit Riley synchronisieren. Ja, Mann. Ich drücke gerade alle Tasten durch. Ich dachte halt Q. Mit Riley synchronisieren. Alter. Keine Ahnung. Müssen wir nochmal gucken. Sicht vielleicht? Ich habe keine Ahnung, wie ich mich mit diesem Scheißköter... ...synchronisiere. Kein Plan. Mit Riley synchronisiert und los geht's. Gut, die Weste ist mit deiner Kamera synchronisiert. Damit leitest du ihn.
Egal wohin, er wird dir folgen. Ich sehe zwei Ziele voraus. Sie sollen sich trennen. Den Nahen zuerst ausschalten. Nett. Wo ist der andere hin? Versuch seine Aufmerksamkeit zu kriegen. So. Den schnappe ich mir. In Ordnung, Logan. Lass Riley die Häuser durchsuchen. Wir wollen keine Nachzügler. Ich weiß nicht, wie man den Hund dann so steuert, aber... Warte, ein Scharfschütze auf dem Balkon.